Ja, also wieder bei Tales of Zestiria. Beim letzten Mal haben wir hier auf der Hexeninsel gegen Jade gekämpft. Und wollen nun nach Camlann. Denn in Camlann und im Thron von Artorius erwarten uns noch so ein paar etwas stärkere Hellions. Und die jagen wir jetzt mal. Finished. Would you like some? Ich weiß zwar jetzt gerade nicht mehr auswendig, wo genau die stehen, aber hier schon mal nicht. Muss man mal kurz prüfen. Okay, wir spielen noch auf schwer. Ab und zu. Ja, es fühlt sich zwar nicht wie schwer an, aber es ist es trotzdem. Guck mal, hier liegt sogar eine Truhe rum. Ein Fußlosring. Hier nebenbei bei dem Turtles kann man Melonengummis und Elixiere kaufen. Kostet natürlich hier einen Anteil, aber hier kann man die mal hinkaufen. Und noch ein Traubengummi bekommen. Das ist auch super. So, ich glaube, hier oben wartet der erste. Von den sechs ganz Bösen. Hallo. Odin. Schwäche gegen physische Attacken plus Wind. Wie viel hat er denn? 54.000, okay. Ja, ich würde sagen, wir machen gut Schaden. So lange, bis er uns dann einfach tötet. Ach, die haben sich da hinten amortisiert. Das ist auch gut. Das sieht teilweise echt immer sehr witzig aus, wenn der einfach da rumsteht und wir schießen einfach durch ihn durch. Ja, teilweise machen wir guten Schaden. Au. Au. Okay, irgendwas hat ihn gerade einfach umgehauen. Das sah schön aus. So. Wobei ich bisher sagen muss, so wirklich schwer ist er bisher noch nicht. Aber das kommt gleich wahrscheinlich noch alles. Er hat zumindest gerade Rose wieder fast... Er hat Rose getötet. Na, hat sie gerade einen Punkt zum Amortisieren? Na, kommt gleich. Na, 25.000 noch. Vielleicht kann ich sogar mit einem Mystic Art beenden. So. Wow! Das war hart. Geh weg, Edna. Oh, ich sehe auch gerade, warum Edna nicht weggegangen ist. Ich habe gestern den falschen Knopf gedrückt. Ich habe nicht beachtet, dass ich Edna zu mir rübergezogen habe und deswegen habe ich gestern versucht, den Partner von denen da zu wechseln. Und das hat funktioniert. Also ich habe Rose Edna gegeben. Nicht Rose, Edna. Layla gegeben. Was auch funktioniert hat, aber... So, jetzt geht ihr erstmal auf Defense und ich... Das hat gut geklappt mit dem Ausweichen. 9000 nur noch, okay. So, Edna ist gleich wieder da. Das heißt, wir können einfach weiter draufhauen. Moment, hat er sich gerade geheilt? Der war doch eben unter 9000, oder nicht? Achso, jetzt kann ich wieder auch angreifen. Das tut weh. Aber ich bin ausgewichen. Ja, 6000 oder noch. Habe ich, glaube ich? Ne, das ganz normal habe ich gemacht. Aber wir haben es mit Mystic Art beendet. Sehr schön. Eine getränkte Kugel und ein träges Schwert. Okay, da steigt die KP und das ist
Das Schwert von. Ja. Die Fernwaffe von Soray. So, was nehmen wir denn für den nächsten Kampf? Nehmen wir mal ein bisschen Vergiftungsfähigkeit. Können wir den nächsten Boss mal so ein bisschen vergiften. Denn hier haben wir direkt den nächsten. Das Ding sieht aber auch schon mal sehr nett aus. Kann ich das amortisiert? Wie heißt du? Hekanton. Ah! Das ist einfach griechisch für 100 Hände, 600 Hände. Hekatoncheren. Au. Interessant, wo teilweise Namen herkommen. Gut, Odin kennt man natürlich aus nordischer Mythologie. Was hat er nochmal? Wasser. Ich glaube. Ja, wobei, ich weiß nicht. Für alle Fälle habe ich Mikleo da, um ihn zu amortisieren, aber. Muss jetzt nicht zwingend. Hau. Was bist du eigentlich noch? Teria und Panzer. Habe ich noch was zufällig, was gegen Teria und Panzer noch geht? Ey, Moment. So. Die Tigerklinge ist schon mal sehr gut. Stahlschmelzer. Ja, das ist beides auf dem gleichen. Das heißt also einfach voll drauf. Das ist eigentlich schon ganz gut, was ich hier mache. Einfach die ganze Zeit draufhauen. Und dann blockt er einfach ab. Wir haben ja gerade 666 Schaden gemacht. So muss das. So. Einfach nur, um schnell zu heilen und weiter geht's. Ich glaube, das hat mich zwar jetzt ein SA gekostet, aber hey. Der ist auch voll auf mich gerade. 43.000 noch, okay. Hab ich? Glaubt ihr, bin ich ausgewichen? Ich habe zumindest keinen Schaden genommen. So, schön mal hier geblieben. Nope. Burrows. Ich hätte das so wunderbar abblocken können und dann kommst du daher und füllst mir die Attacke auch noch auf. So, wunderschön ausgewichen und weiter drauf. Also eigentlich sind die gar nicht so stark. Sagt der Typ, der auf Level 100 hier ankommt und da drauf prügelt. Oh cool, wir haben ihn paralysiert. So. Immer schnell Layla auswechseln. Hat er gerade What the hell gesagt? Ach, Walk to hell. Azuras Wut. Chaos. Willst du mal aufhören? Wie der einfach immer weiter draufgehauen hat, oder? So, nope. Bleib mal hier schön ruhig, mein Lieber. Nope. 10.000 noch. Und so wie das weg. Wie viel hat er denn noch? 9.000 noch, okay. Jetzt dreht er wieder ein bisschen durch. Okay, ich glaube, jetzt können wir wieder angreifen. Wobei, ich warte. Warte ich noch, bis Zavid wieder da ist? Ich sag mal, wenn er so lange sich nur auf mich konzentriert, können wir noch eben warten, bis Zavid wieder da ist. Yo! Rose instant tot. Na gut,
Genau, solange es nur Rose ist, kann man sie gleich noch wieder beleben. Durch eine Amatisierung zum Beispiel. Nope. Nope. Lass das. Ich würde gerne noch auf Zivit warten. Nein, lass das. Ist gleich tot. Hör auf damit. Komm, Zivit. Mach schneller. Go, Zivit. Oh, Zivit. Sei doch nicht mal so lahm. Da habe ich extra die ganze Zeit für dich gewartet und ich weiß nicht, wer es war, aber irgendjemand hat den Gegner einfach gerade umgehauen und dir damit die Erfahrung geklaut. Hat er selbst Pech gehabt. So. Dann auf zu den nächsten. Da sind noch diese vier in den Türmen da. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich ein bisschen schneller, wenn ich einfach eben mal schneide, bis wir bei denen sind, weil die Türme sind noch ziemlich weit auseinander. Von daher, wir sehen uns gleich beim nächsten Gegner. So, dann wären wir beim ersten. Der, ich glaube Hippogryph oder so heißt der. Ich nehme einfach mal standardmäßig mal Edna als Partner, weil ich mir vorstellen könnte, dass der doch sicher ein Windgegner ist. Deswegen nehmen wir mal Windschaden reduzieren und let's go. Hippogreif heißt sogar wirklich. Der hat eine Feuerschwäche. Mit 80.000. Er ist Drache und Vogel. Was ist denn gegen Vogel und Drachen am besten? Tower of Blood und Feuerrotes Kreuz. Ja, gut. War genau die eine, die ich nicht machen sollte. Wobei allein schon, dass ich mich amortisieren kann, um hier diesen riesen Schaden zu machen, ist schon super. So, du haust noch ein bisschen drauf und ich hau weiter drauf. Und wir sind schon auf 50.000 runter. Einfach weil. Ich glaube, vielleicht kriegen wir zum Ende auch noch mal einen hin. Au. Don't do that. Ich verstehe immer teilweise echt, dass sie Beyblade sagt. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass sie nicht Beyblades meint. Na, 16.000? Wie viel Schaden habe ich eben gemacht? 13.000? Was hast du vor? Was auch immer er da gerade vorhatte. Oder warum er gerade gemacht hat. Ich habe es irgendwie nicht so ganz mitbekommen. So. Ich glaube, das sollte schon gewesen sein. Joa, 96 Rang. Passt. Easy. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten. So, wir sind beim nächsten. Einem kleinen Drachen? Sieht ja schon fast süß aus. Ich vermute einfach mal, dass du Erde bist. Let's go. Amit. Er hat zumindest eine Windschwäche, deswegen vermute ich wirklich, dass der Erde ist. Jetzt muss ich nur noch erstmal ein bisschen aufladen. Kann es sein, dass jetzt alle Gegner, die wir gerade noch bekämpfen, unter die Kategorie Drache fallen? Weil der ist auch ein Drache. Ne, den konnte ich auch nicht abbrechen. So, hatte ich eine Drachen... Ich glaube, ich hatte einen Drachenangriff, ne? Drachenblitz.
Here goes! Ich finde es nebenbei cool, dass ich gerade 10.000 HP habe. Oder über 10.000. Na? So, mach. So, einmal Elixivitay. Ich habe gerade ehrlich gesagt nicht nach vorne gedrückt, aber er hat trotzdem die Attacke nach vorne gemacht. Interessant, interessant. Schade. Eigentlich kann ich immer wieder den Laser machen. Wobei, der Laser braucht echt verdammt lange zum Aufladen. Ist aber wieder die Sache mit Wind. Ich kann ja nicht gut mit Wind. Dann habe ich da überhaupt gerade getroffen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Nope. 1, 2 und oben. Na, ein bisschen zu nah dran. Was mir gerade auffällt, der macht menschliche Geräusche, der Drache. Das ist interessant. Okay, jetzt haben wir Teil gemacht. Eigentlich ist es ziemlich egal, welches Art ich mache, weil alles ja Schwäche ist. Nur weiß ich nicht, ob es vielleicht sogar mehr bringt, eine Attacke zu machen, gegen die der auch noch zusätzlich schwach ist, als nur die Schwäche. Also kann ich, wenn ich mehrere Schwächen ausnutze. Ja doch, Windschwäche. Ich finde es interessant, dass einfach sein Gehen auch schon als, ich sag mal, verstecktes Art gilt und ich deswegen es nicht abbrechen kann. Ja, 27.000. Ne, kann ich einfach nicht abbrechen, weil er quasi stärker ist. Muss man echt viel draufhauen, bevor ich es irgendwann abbrechen kann. Ach ja, die wunderschönen NPCs, die einfach random amortisieren, deamortisieren, nochmal amortisieren. Die haben doch auch keine Ahnung, was sie machen wollen, oder? Na? Sieht wenigstens halbwegs süß aus, dieser Drache. Auch wenn er nicht treffen kann. Plötzlich war mein Sound für einen Moment weg. Keine Ahnung, ob es auch im Video war oder nur mein Fernseher für einen Moment den Sound verloren hat, aber passt schon. Na, kriege ich dich auch mit einem Mystic Art beendet? Ja, ich glaube, das reicht. Sah auch wieder mal wunderschön aus. Saray is an admirable shepherd. How could I? Do you think he can win against Heldolf and Mautellus? Tell us! Shall I read your palms? Oh, you have girl trouble! So it was that easy to tell, huh? Ja, Girl Troubles, glaube ich, passt zu Sweet. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim nächsten. So, da wären wir beim nächsten. Du müsstest Element Wasser haben, da wir hier das Rätsel von Mikleo hatten. Wasserschaden reduzieren. Da. Let's go! Der hat eine Erdschwäche. Okay. Au! Also der lässt sich schon mal nicht so leicht zurückschlagen wie die anderen. Auch wenn ich mir gerade gefühlt die gewissen Körperteile zerquetscht habe, so wie das aussah. Das waren 20.000 mal eben.
Was versucht er gerade anzugreifen? Hier steht keiner. Na, nö. Oh, wieso sind wir schon wieder bei 15.000 Schaden? Wie viel Schaden nimmt ihr denn bitte? Yo! Irgendwie... Wieso machen wir dem so viel Schaden? Und Rose tot. Schade. Ich dachte, vielleicht kriegen wir das wieder mal ohne K.O. hin, aber... Der macht aber auch einen Schaden, aber... Teilweise greift er einfach irgendwie das Nichts an. Letzte Umarmung. Was ist das? Au. Moment, wieso brenne ich? Was hat mich da verbrannt? Hat er Feuer gemacht? Wenn ja, dann habe ich es nicht gesehen. Ouch. Aber ich habe ja zum Glück... Da habe ich mich jetzt gerade... Wie hat er mich mit seinem Kopf da erwischt? Sie sehen nebenbei mal sehr witzig aus, wenn die solche Slide-Moves machen. So, kann ich jetzt? Wieso hast du jetzt... Dann halt kein Mystic Art zum Abschluss. Ah, Miklo ist kaputt. Okay, Miklo kriegt keine Erfahrungspunkte. Und Rose auch nicht. Irgendwie... Ah, Trommelblattattack nebenbei hergestellt. Irgendwie haben die sich ein bisschen doof angestellt und wurden ein paar Mal zu oft getroffen. Du auch ein bisschen. Naja. Was soll's. Auf zum letzten. So. Dann bleibt nur noch der eine hier. Der dann eigentlich ein Feuergegner sein müsste mit einer Wasserschwäche. Feuer, Feuer. Da. Kato Blepas. Ja, Wasserschwäche sieht schon mal gut aus. Erstmal direkt verwirren. Und wisst ihr, was mir nebenbei gerade noch so eingefallen ist beim Herumlaufen? Wir haben noch einen vergessen. Und zwar im Arendach-Wald müsste noch einer sein. Ich glaube, den haben wir noch nicht geholt. Sitzt du auch als Drache? Nee, du bist einfach ein Untot. Hat er sich gerade einfach hingelegt oder ist er einfach umgefallen? Wir müssen gleich nochmal in den Arendach-Wald gehen und dann gucken, ob ich da wirklich den einen noch vergessen habe. Huch. Da wollte ich einmal nur kurz nach hinten gehen und plötzlich steht er neben mir. Hat sich ja sehr gut weggeportet, mein Lieber. Ist das eine Vogelscheuche? Der hat was auf jeden Fall von einem Vogel irgendwie. Ob jetzt jemand noch verscheuchen möchte. Er ist auf jeden Fall auch gleich down. Yo, Rose. Geh mal bitte nach hinten. So, einmal schön stehen bleiben. Sieht zwar noch so viel aus, was er hat, aber eigentlich hat er ja nur noch... So, du heilst dich jetzt erstmal. Okay. So. Mach doch gut Schaden, ja. Also ich würde sagen, eigentlich war nur der eben böse. Weil er teilweise echt viel Schaden machen konnte. Na komm. Heilen wir sie mal. Hatte echt nicht so viel. Hm, 8000er noch.
haben wir auch gleich weg. Wenn ich sehe, was ich so teilweise für Schaden mache, dann haben wir das wirklich gleich weg. So. Und reicht das? Na, ja, noch nicht ganz. Die Combo. Und tschüss. So tell me, how does love make you two feel? I feel like I want this jerk to get away from me. Is that right? So. Damit hätten wir hier jetzt erstmal alle und vor allem hätten wir damit jetzt auch alle Fun-Waffen. Kann ich mal kurz demonstrieren. Wir hätten einmal das träge Schwert von Saray, den heruntergekommenen Stab von Mikleo, der schäbige Dolch von Rose, das brüchige Papier von Layla, der zerstörte Schirm von Edna und das abgenutzte Pendel von Zavid. Und irgendwie sind alles ziemliche Billigsachen, so vom Namen her. Naja. Wir sehen uns gleich nochmal im Arendach-Wald. Bis gleich. So, dann waren wir noch beim letzten. Da habe ich irgendwie ganz sogar vergessen, den Herrn. Den lieben Dämonenstabler. Der hat sogar eine ordentliche Musik und einen Widerstand gegen jedes Element. Und der macht immer noch den Schaden. Holy. Was machst du bitte immer noch für einen Schaden, mein Lieber? Was hält denn gegen dich am besten ein? Irgendwas gegen Untote. Irgendwas gegen Untote? Ja, der böse Geist ist immer nach rechts. Haben wir hier noch was gegen Untote? Ja, der Erdenpuls. Alter. Sie sagt wirklich, you suck, Saray. Yo. Der hat mich wirklich auseinandergenommen. Gut, dass ich beim Thron von Artorius noch gespeichert habe. Ich würde es auch sagen, das ist das stärkste normale, das stärkste starke Heldin, den wir so im Spiel finden können. So gut, wie der mich einfach mal kaputt gehauen hat. Joa. Das war wirklich einfach tot. Den probieren wir eben nochmal. Aber wenn ich den habe und hoffentlich keinen anderen vergessen habe, hätten wir damit dann alle starken Hellions umgehauen. Und den schönsten haben wir es natürlich für ganz fürs Ende aufgehoben. Süßes Gelee hat sie nebenbei auch gerade eben schon einmal gemacht. So. Jetzt muss ich kurz mal schauen. Habe ich schöne Arts gegen Untote? Zerrüttete Sinnflut? Und der Blutmond hier. Ich glaube, ich probiere es lieber mit Mikleo. Habe ich noch? Ich habe ein SA, okay. Ich glaube, so machen wir es am besten. So, einmal schnell weg. So, einmal schnell heilen. Ist auch über 10.000 KP mittlerweile. Wenn ich sehe, der hat eigentlich gar nicht so viel KP. Wieso ist Rose tot? Rose hatte gerade eben 10.000 HP. 10.000! Wann hat er jetzt 10.000 HP abgezogen? Wie geht das? Sind alle irgendwie tot? Moment.
Morning, I'm up. Nee. Gut. Alter. Der war böse. Schöne Musik von der Seite nebenbei. Damit dürfen wir jetzt jeden starken Helden besiegt haben im Spiel, hoffentlich. Ich weiß nicht, ob man dafür nochmal irgendwie eine Trophäe bekommt. Anscheinend nicht. Keine Ahnung. Ich meine, wir hätten jetzt alle. Ob ich wirklich einen vergessen habe, sehe ich dann, ob ich wirklich eine Trophäe bekommen würde oder nicht. Das war's auf jeden Fall von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.